Hier ab. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Taschtelin. Für die FDP-Fraktion hat das Wort Herr Kollege Dr. Wolfgang Heubisch. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Arif, also jetzt hat es mich schon ein bisschen geschockt. Wie hast du gesagt, ein handlungsfähiger Staat und gleichzeitig ein schlanker Staat schließen sich aus? Das kann nicht sein. Genau das ist unser Anspruch meiner Fraktion, meiner Partei. Ja, nein. So apodiktisch kann man das überhaupt nicht sagen. Also da kommen wir überhaupt nicht zusammen. Das muss klar sein. Wir haben uns jetzt 2 Jahre lang mit diesem Personalvertretungsgesetz auch auseinandergesetzt. Und wir waren uns klar darüber, dass da jetzt nicht der ganz große Wurf kommt, sondern dass wir punktuelle Anpassungen auch vornehmen. Und wir haben uns im Ausschuss intensiv darüber auch besprochen. Und wir aus unserer Fassung bringt dieser Gesetzentwurf sehr wohl deutliche Verbesserungen im Bereich der Digitalisierung, wo es ja für uns besonders wichtig erscheint und wo es für die Personalvertretungen eine Weiterentwicklung gibt. Das ist, muss man klar so feststellen. Und gerade die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie haben ja auch gezeigt, dass man bei den Personalvertretungen die Option haben muss, Sitzungen und Versammlungen als Video- und Telefonkonferenzen oder in Hybridform auch abzuhalten. Der Ärger immer bei den Übertragungen der Ausschüsse, der ist bei mir nach wie vor sehr groß, dass wir nicht die Bürger und Bürgerinnen teilhaben lassen an den Ausschüssen. Gut, wenn die Digitalisierung der Arbeit der Personalvertretungen weiterentwickelt wird, ist das sicher ein wichtiger Schritt in die Richtung Modernisierung, die wir ja immer schon in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens auch gefordert haben. Ich fordere die Staatsregierung auf, die Digitalisierung hier konsequent weiter zu verfolgen. Da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Viele Neuregelungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise Änderungen wurden anhand des Standes der Novelle des Bundespersonalgesetzes vorgenommen, womit ein Gleichklang von Wahlrecht, Wählbarkeit und Mitgliedschaft hergestellt werden soll. Was viele Studien belegen, ist, dass Mitbestimmung bei der Arbeit mehr Zufriedenheit, Bindung an den Arbeitgeber und auch mehr Qualität in der Arbeit schafft. Dazu brauchen die Beschäftigten auch gute Rahmenbedingungen. Der Gesetzentwurf liefert hierzu schon wichtige Punkte, die wir in den Ausschüssen neben zahlreichen Änderungsanträgen eben deutlich und intensiv diskutiert haben. Wir von der Fraktion der Freien Demokratischen Partei sehen die Novellierung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes auch als Chance, die Attraktivität als Arbeitgeber zu stärken, indem man den Personalvertretungen und Beschäftigten die Möglichkeit gibt, dass sie mitwirken, mitbestimmen und mitgestalten können. Also, wir werden dem Gesetzentwurf zustimmen und dann freuen wir uns in der nächsten Legislaturperiode, wenn unter Anführung der SPD-Fraktion das Ganze von Beinen auf den Kopf gestellt wird oder umgekehrt. Jetzt lassen wir es einmal, jetzt stimmen wir dem einmal zu und dann schauen wir, was in der nächsten Legislaturperiode passiert. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Heubisch. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung